So, jetzt habe ich die Technik hoffentlich im Griff. Jetzt warte ich noch ein bisschen, bis ihr da seid, weil alles ging jetzt daneben wieder mal. Juhu, Elli. Krieg's nicht hin. Hallo. Ich hasse diese Technik. Ich hasse sie so abgrundtief. Aber ja, es ist halt, wie es ist. Hallo, Pinky. Ja, die Champignons habe ich gut vertragen, aber die Technik vertrage ich nicht. Ich plane den Livestream auf 7:30 und dann kann ich ihn nicht starten. Und da bin ich noch nicht dahinter gekommen. Da muss ich noch mal eine Übungssession machen. Ich hoffe, dass jetzt über meinen Link von drüben alle den Weg hierher finden und ja, dass da das dann irgendwie ein bisschen besser funktioniert. Ich vergesse meinen grünen Punkt schon wieder. Ich weiß, Bettina. Hallo, die Doris ist da. Wunderbar. Alle kommen wieder dazu. Also letztes Mal war ich ja ganz überrascht. Ich glaube, Spitzenzahl war 51 oder 54 Zuschauer oder das ist war der Hammer. Ich war total überrascht. Oh, Elli, Spaziergang vorverlegt. Ja, ich war vorher auch mit der Josie draußen. Also, ich dachte mir, dass wir mal ein bisschen über das Thema Rezohunde reden, weil ja die Opposition quasi immer meint, wir von der Border Collie Clique, wir hätten keine Ahnung, Rebecca, wie man mit solchen Hunden umgeht und so weiter. Gut, zugegebenermaßen, also ein Ballack oder so würde ich jetzt auch nicht einfach so anfassen. Aber ich habe schon durchaus Rezohunde von der Natalia gekannt und ich bin auch mit diesen Hunden umgegangen. Und ich denke, hallo, 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 wann immer mehr. Tut mir echt leid, Leute, dass das mit diesem Livestream immer nicht klappt, wenn ich den anmelde. Aber ich kriege ihn einfach nicht zum Laufen und dann muss ich immer hier einen neuen machen. Ich blick's noch nicht. Ich arbeite dran, versprochen. Ja, und mit den Rezo-Hunden, also die Hunde, die ich so kannte von der Natalia, wenn ihr das so wollt, dachte ich mir, erzähle ich euch da mal ein bisschen was drüber. Angefangen hat es ja damals, als ich die Natalia kennengelernt habe. Da hatte sie einen, ja, das war so ein Sennhund-Mix, ob da jetzt irgendwas mit Listenhund drin war, ich weiß es nicht. Der Murphy, der war halt auch ein bisschen, ja, ein bisschen ein schwierigerer Hund, aber jetzt kein Rezo-Fall im Sinne von Ballack oder so. Der ist dann auch zu einem Ehepaar gekommen und die hatten dann noch ein paar Anlaufprobleme mit dem Hund, aber dann lief es einfach weiter. Ja, genau, Nero ist nicht ohne. Also bei Nero hätte ich jetzt auch wahrscheinlich meine Probleme. Ich würde es aber auch anders angehen, wenn ich mit dem Hund umgehen müsste. Aber mein Steckenpferd sind eigentlich eher Angsthunde, mit denen kann ich besser oder bilde ich mir ein, besser zu können. Ja, dann kam noch mal ein Hund, den sie hatte, der war unerzogen, nur das war der Krümel, war ein Pitbull, war auch kein Riesending. Und dann hat sie ja anfangs nur mit den Leuten und den Hunden gearbeitet. Und dann kam dazu Buddy. Buddy war ein Mini-Bull Terrier. Also ich mag die Rasse nicht, ich finde sie einfach nicht schön. Und Moment, was? Wisst ihr, was toll ist? So viele Leute mit Grips mal auf. Ja, finde ich auch, Rebecca. Hat mich letztes Mal auch schon gefreut. Ich muss jetzt wieder nachlesen. Es ist echt schwierig. Zu Nero können wir ja nachher dann noch. Also Nero ist echt ein Kapitel für sich, ja. Ich sag mal so, coming soon.
Und ja, dann eben dieser Mini-Bull-Terrier, der hat also auch, angeblich hat er Angst gehabt vor Krücken, dann hatte er auch mit anderen Hunden wohl ein Problem. Ich fand es nicht so schlimm. Ich weiß nicht, wie er ganz am Anfang war. Und ich habe mich sogar getraut, meine Josie mit diesem Hund ohne Leine laufen zu lassen. Und er hat sich sogar einen Anpfiff von ihr eingefangen. Da gibt es sogar noch ein Video. Also den habe ich mal aufgenommen. Der müsste noch irgendwo bei mir im Archiv liegen. Und da sind die zwei gerannt. Und ja, da war also überhaupt nichts. Der wurde dann auch von der Natalia vermittelt, kam aber leider zweimal zurück, weil die Leute nicht mit ihm zurechtkamen. Und was ich von diesem Hund weiß, dass er inzwischen nicht mehr lebt. Oder Buddy? Ja, Buddy lebt nicht mehr. Und, aber das liegt schon Jahre zurück. Coming soon ist gut, ja. Ja, Kai, das denke ich auch. Also Angriff, ich habe da bei in dem einen Kanal, Pokémon, du hast diesen Kanal mir mal verlinkt, die fand ich ganz gut, wie sie da über einige Dinge berichtet hat. So ein junges Mädel, die macht es super. Und die hat in einem Video diese Angststufen von dem Hund, also nicht Angst, diese Aggressionsstufen, also auch dieses Beschwichtigen, dieses Weggucken und wie sich das dann langsam aufbaut, diese Warnungen, wenn man die dann ignoriert und so weiter, fand ich ganz gut, die Ansätze, die sie da bringt. Ja, genau, Luxushund, danke Pokémon, die ist es. Ja, dann war noch die Sheila. Die Sheila ist auch eine Pitbull-Hündin. Die habe ich das erste Mal erlebt. Da saß sie im Auto und die Natalia hat mich gewarnt, ich soll die Josie nicht hinlassen. Habe ich auch nicht gemacht, weil ich hatte wirklich Angst, der Hund kommt schon fast durch die Tür durch. Da wäre die Josie jetzt nicht mehr am Leben, da bin ich mir sicher. Mit dem eigenen Rudel, da ging es wohl mit der Sheila. Und auch mit Menschen, aber mit anderen Hunden wohl überhaupt nicht. Also ganz extrem auch. Ja, die Sheila gibt es inzwischen auch nicht mehr. Wie gesagt, das ist ja schon alles sehr, sehr lange her. Dann kam der Dalmatiner, der kein Resofall war, sondern der wurde abgegeben und musste von der Natalia nur erzogen werden bis zur Vermittlung. Wie sie es gemacht hat, was sie gemacht hat, wie gesagt, da war ich nicht dabei. Damals war die Natalia in Sachsen und wie die Leute dann hier waren, wisst ihr ja den Vorfall, wo der Hund dann bei mir in die Küche gepinkelt hat, der Milo. Dann hatte die Natalia mal einen Golden Red River Mix. Der war angeblich vom Tierschutz. Das war die Zeit, wo sie im Wohnwagen gewohnt hat. Den habe ich aber nur einmal gesehen und meiner Meinung nach auch nur ein unerzogener Hund. Also bei dem habe ich jetzt keinen Reso-Aspekt, so wie wir uns den jetzt vorstellen, gesehen. Dann kam Reso-Fall Carlos, der ihr dann auch übergeben wurde. Carlos war mehr ein Angsthund. Und ich muss mal, wenn WhatsApp kommt hier, Handyton umschalten. Carlos war mehr ein Angsthund. Was? Flirt? Josie stört den Ton? Wieso stört die Josie den Ton? Die Josie ist gar nicht hier, die liegt oben, aber falls sie kommt, seht ihr das? Also ich sage immer, das sind die Fellfussel. Das ist so Rinderhaut mit Fell dran und putzt den Darm ganz gut durch. Sie liegt oben im Körbli, pennt nach dem Gassi. Ja, diese Resohunde, das ist eh immer die Frage, was ist ein Resohund? Ab wann ist es ein Resozialisierungsfall? Ich denke, das sind ganz individuelle Einschätzungen. Und
Der Carlos, wie gesagt, der war auch meiner Meinung nach ein ängstlicher Hund. Der hat, ich werde eben nie vergessen, wie ich ihn das erste Mal gefüttert habe. Das war gleich hier drüben. Da ist ein Parkplatz, da hat die Natalia gehalten. Und dann ist er ganz vorsichtig her, hat mir die Leckerli ganz lieb aus der Hand gefressen. Also ich fand den, für das, dass es nicht meine Rasse ist, ich bin ja mehr der Anhänger von Shepherds, Border und Co. Aber der war wirklich ein total lieber Hund. Wen hatte sie dann? Ja, dann kam Ernie. Über Ernie wisst ihr ja Bescheid. Den habt ihr gesehen. Das war ohne Besitzer, genauso wie Carlos. Da ging es dann los, dass sie eben Reso-Hunde so... Ah, sind das so neben... Nein, das sind... Meinst du die hier? Das sind meine Spickzettel, wo ich die Hundenamen habe. Okay, dann lege ich den dahin, das geht auch. Besser. Und der Ernie war dann eben so, dass sie den auch im Wohnwagen gewohnt hat. Und dann war der aber auch mit in Ungarn dabei. Aber die Geschichten, die kennt ihr ja alle von der Angelina mittlerweile. Dann gab es Odin. Odin war ein Dobermann. Odin war ein total lieber Dobermann, aber Power ohne Ende, wie man sich einen Dobermann vorstellt. Ein junger, bildhübscher Rüde, geglänzt wie eine Speckschwarte. Das war Odin, der dann auch mal aus dem ersten, zweiten Stock gesprungen ist, weil die anderen im Garten waren. War aber auch nur ein Erziehungsfall aus meiner Sicht raus damals. Dann kam dann war es nochmal ein, zwei Hunde, die habe ich aber nicht live miterlebt. Dann hatte sie die Sheila. Die Sheila war meiner Meinung nach, also aus, nicht meiner Meinung nach, aus meiner Sicht raus, der erste Reso-Fall. Ich hatte ja damals nur mit normalen Haus- und Hofhunden zu tun, mit denen man halt ganz normal umgehen kann. Und Sheila konnte man nicht anfassen. Das war eine Mini-Bull-Terrier-Hündin. Das war die Mutter von dem Buddy, von dem ich vorhin erzählt habe. Also der Buddy war auch ein bisschen über das Mini-Bulli-Maß raus. Aber die Sheila, die war eine reinrassige Mini-Bull-Terrier-Hündin. Von der dürfte es auch noch ein Video geben von der Natalia. Und da habe ich ihr auch damals geholfen. Ich habe das ja auch interessiert, was sie da so macht und so. Und die Sheila habe ich dann ganz langsam, die war an der Anhängerkupplung, also sie konnte nur auf die Leinenlänge hin und ich habe dann mit Leckerli und allem und dann auch irgendwann konnte ich sie anlangen und ich werde jetzt nicht lachen, Leute. Eine Szene, da sind wir in der Nähe von Kaufbeuren in Irsee, sind wir spazieren gegangen und die Sheila war ohne Leine, gefolgt hat sie, die war damals 10 Jahre alt. Also die wird es auch inzwischen nicht mehr geben. Naja, weiß man nicht. Könnte noch sein, dass sie lebt und schon recht alt ist. Wir waren im Wald und ich musste einmal für kleine Mädchen und gehe ins Gebüsch. Sheila trottelt so irgendwie nach. Natalia lief mit den anderen Hunden weiter. Josie ist in meiner Nähe geblieben. Und ich sitze mit runtergelassenen Hosen im Wald, völlig wehrlos. Und die Sheila kommt direkt auf mich zu. Ja, was macht er da? Also zu dem Zeitpunkt, sie war ohne Maulkorb, konnte ich sie noch nicht anfassen. Also sie hat mich ignoriert, wenn ich sie ignoriert habe. So, jetzt bist du da so auf Augenhöhe mit einem Mini-Bull-Terrier. Und die hat dann, ich habe dann nur zu ihr gesagt, hey Sheila, musst du auch pinkeln? Und dann hat sie mich anguckt und dann ist sie noch ein Stückchen her, hat so an meinem Knie geschnuppert. Und lief dann aber weiter. In dem Moment dachte ich mir, pff, Glück gehabt. Und kurze Zeit später hat sie sich auch immer mehr von Leuten anlangen lassen. Und das war meiner Meinung nach auch ein Fall, wo die Methoden zwar schon heftig aussahen, wenn sie halt wirklich an der Anhängerkupplung dran hing, dass sie nicht weiter an einen rankam. Aber da bin ich der Meinung, da bin ich der Meinung, da hat die Natalia noch andere Methoden gehabt. Also
nicht die, wie man es jetzt in vielen Videos erlebt. Und bei Sheila, fand ich, war dann auch Erfolg da. Die hat sich dann auch wirklich streicheln lassen. Aber das ist eben so, wie ich den Hund erlebt habe. Und ich kann euch jetzt hier nur meine Sichtweise und meine Meinung drüber sagen. Dann kam mal eine Emma, das war ein Schafpudel. Da habe ich so gut wie gar nichts mitbekommen. Von dem ich wieder viel mitbekommen habe, das war Duke. Duke wollte Natalia eigentlich Buddy nennen. Ich habe ihn dann umgetauft auf, nicht Buddy, Blackie. Ich habe dann gesagt, der sieht aus wie Duke. Und das ist dann auch geblieben. Und der Duke war, ich weiß nicht was, also ich würde sagen, es war ein Boxermischling. Er war also schon auch ein bisschen, nicht ganz so groß wie ein Boxerrüde. Möglich, dass da Boxer und Pit oder irgend sowas gemischt war. Ein bildhübscher, ganz dunkler Rüde mit weißen Abzeichen. Keine Ahnung von Leinenführigkeit, von gar nichts. War ausgewachsen, aber jung. Und den hat sie damals aus Ungarn mitgebracht. Der sei angeblich auf der Straße gelaufen und dann sei er ihr eben beim Spazierengehen irgendwie hinten nach oder keine Ahnung. Auf jeden Fall hat sie dann beschlossen, weil der hirnlos ist, den nimmt sie mit. Und den hat sie dann halt ein bisschen leinenführig, Abruf und so und dann vermittelt. Moment, ich denke noch, dass ich noch eins. Ja klar, es kam ja nie was. Und dadurch, dass weil man immer allein arbeitet, dann hat man ja auch kein fachkritisches Gegenüber. Und ich meine, klar, man kann natürlich sagen, alle Kritiker hier auf meinem Kanal, das sind ja alles Dummdödel, die eh keine Ahnung haben, die noch nie mit solchen Hunden zu tun hatten. Aber ich denke, einige von euch, die sind ja auch Hundetrainer und also soweit ich das mitgekriegt habe, haben wir auch zertifizierte Hundetrainer dabei. Die Kritik, die an der Natalia geübt wird, die wird ja nicht nur von, ich sag mal, von unwissenden Schreiberlingen der Border Collie-Clique ausgeübt, sondern sie wird ja auch von anderen Stellen kritisiert. Und ich denke, diese Kritik, die sollte man sich schon auch mal ja, ein bisschen zu Herzen nehmen und ein bisschen mehr an sich arbeiten. Aber gut. Ja, und dieser Duke, wie gesagt, das war aber auch kein Reso-Fall. Dann kam, die Blätter sind so dick, ich habe das falsche Papier eingelegt. Das ist eigentlich mein edles gewesen, aber egal. Ah, dann kam Poldi. Poldi war ein roter Cocker-Spaniel, wo Natalia schon vermutet hat, ob der vielleicht die Cockerwut hat. War damals das erste Mal übrigens, dass ich von Cockerwut gehört habe. Hatte er aber wohl nicht. Der hat einer älteren Dame gehört und war dann in der Zeit hier, wo die Natalia in Kempten gewohnt hat. Und Poldi war recht knackig, wenn man angelangt hat und hat dann geschnappt. Aber ich habe nur ab und zu mal, ein, zweimal vielleicht, ich weiß es nicht mehr genau, das ist echt schon lange her, das war Anfang, irgendwann 2018. Und ja, also schon ziemlich lang her. Und der hat sich dann aber ganz nett gemacht. Und es war wohl eine gut betuchte ältere Dame aus dem Raum München-Starnberg. Moment, muss lesen. Ja, BS, siehste. Ich sag ja, also wir sind hier nicht nur die Border Collie-Clique, die keine Ahnung haben und nur Wuschi-Puschis haben. Apropos, wo ist eigentlich mein Wuschi-Puschi? Josie? Josie? Oh, sie lebt. Hey Mausel, komm hier. Ja, wo bist du denn? Komm, Hobby. Hobby, jetzt komm. Hopp. Na, dann eben nicht. Bist du verpennt? Muss mal schauen, wer da alles ist. Hopp, jetzt komm, da ist was. Ja, schau noch. Hopp, ja, schau halt. Oh Mann, heute lass dich aber betteln. Ja, komm jetzt zu mir. Einmal Hallo sagen. Jo, die riecht es, was hergerichtet ist. Warte, geh mal zurück. Oh, Hände hoch.
Und dann muss man immer was dafür tun. Ja, jetzt komm her. Jetzt komm her. Kabel weg. Jetzt da. Also, ich habe überhaupt keinen Futterneid. Ist hier direkt neben mir auf der Eckbank. Ah! Jetzt bin ich auf irgendeine Tasche gekommen. Also Leute, die Technik, die verursacht Panik in mir. Ja, jetzt habt ihr aber die Geräusche. Dann hatte sie Abby. Abby war nur ein, also war ein dicker englischer Setter oder ein Englisch-Setter Mischling und eine ganz liebe Hündin von einer alten Dame. Und oh, da gab es auch einen ziemlichen Stress, weil die hat damals, da hat sie auch die Natalia angezeigt, aber sie hatte leider nicht Schriftliches, sondern auf gut Vertrauen. Ich glaube, 800 Euro bezahlt für 10-mal Fußtraining und angeblich war die Natalia nur 3-mal da. Der Hund konnte dann natürlich immer noch keinen Fuß und die Frau war auch nicht so gut, selber nicht so gut zu Fuß. Also das war auch ein bisschen schwierige Sache, dass der Hund genug Bewegung hat, weil immer nur im Schneckentempo geht halt kein Hund, der laufen möchte, neben einem her, wenn er sonst nicht laufen kann. Und mittlerweile hat man aber für den Hund übrigens eine sehr gute Lösung gefunden, wo sie viel Gassi gehen kann, auch Gewicht abgenommen hat und der geht es jetzt gut, weil die Frau, die wurde dann auch nach Jahren zum Pflegefall und man musste dann einen Gassigeher suchen und seitdem läuft es. Also das war jetzt auch kein Reso-Hund. Die Juli, die wollte nur nicht ins Wasser, das war so ein kleiner Mischling, so Zwergschnauzergröße. Dann hatte sie ja die Ninja. Die Ninja von der Alex. Ja, also Ninja habe ich, so wie ich sie erlebt habe, auch nicht als Reso-Fall erlebt. Moment mal. Ah, oh, Leute, ich muss mal kurz nachlesen, was ihr alles schreibt. Meine Hündin war auch nicht. Ja, das kann sein, dass hier einige unwissende Schreiberlinge sind, die mehr Ahnung haben. Die Natalia hatte damals, da gibt es auch noch uralte Screenshots, glaube ich, bei Facebook und Mundpropaganda dann auch. Da hat der ein oder andere dann das weitergesagt. Und sie hatte auch mal eine Husky-Hündin als Tagespflegehund und so. Ja, und so hat sich das dann halt rumgesprochen. Und wenn ich jetzt jemand gesehen habe, ich meine, ich habe Aris gesehen, der hat super gefolgt, dann der Junior, der Schäferhund, den sie dann einschläfern musste, der dann diese, oh Leute, helft mir drauf, wie heißt es, diese Krankheit hatte, der urplötzlich austickt ist. Und der hat gefolgt und dann hat sie mir ja erzählt, sie hat macht Hundetraining, hat den Elfer dann und so weiter. Jo. Und wenn mich dann einer gefragt hat, ja, welche Hundeschule, sage ich, Hundeschule weiß ich nicht, ich kenne bloß die Eich, das war der Hundeverein von uns früher, wo ich vor Urzeiten mal war mit meinen vorigen Hunden. Und dann habe ich halt gesagt, ja, die Natalia kenne ich, aber sonst, ich weiß nicht, Angelina, wie bist du auf die Natalia gekommen? Hatte da die Website? Sie hatte damals auch eine Website, glaube ich. YouTube-Kanal hat sie noch keinen gehabt. Nein, nee, nicht Epilepsie, Ataxie. Aber Epilepsie bringt mich drauf, danke. Ataxie. Wie sich die genau auswirkt, die Krankheit, weiß ich jetzt nicht und woher sie kommt. Auf jeden Fall ist sie wohl unheilbar und löst diese Aggressionsattacken aus. Und dann hat sie ihn einschläfern lassen, bevor er Kinder beißt. Da war sie wohl mal bei jemand, die auch ein behindertes Kind hatten. Das waren auch Kunden von ihr. Da sieht man noch die Fotos von dem Dobermann. Der Dobermann auf ihrem auf ihrer Website. Das ist übrigens der Dings gewesen. Der, wie heißt der? Ich kann mir die Namen gar nicht. Odin, genau. Der Odin ist es. Der war auch ab und zu im Hintergrund
glaube, ich habe den auch auf Livestreams ab und zu gesehen, als großes Bild. Dann hatte sie, wer kam denn danach? Ja, die Ninja von der Alex eben, wie gesagt. Alex hat ja auch auf der Website kommentiert, wie toll die Ninja geworden ist. Also ich weiß nicht, ob die Ninja so schlimm war. Also ich habe sie nie so erlebt. Kannte sie aber damals auch noch nicht. Dann die kam Lennox. Lennox war ein Boxer, Old English Bulldog Mix, der halt auch Leinenaggression und so hatte. Und was ich damals eben mitbekommen habe, dieses Halsband oben anlegen, das war eigentlich der Natalia ihr Markenzeichen, was sie unterschieden hat von anderen Hundeschulen. Ja, im Gästebuch, da stehen eigentlich nur alte Sachen drin, neue sowieso nicht. Ja, genau, Simona, irgend so eine Nervenerkrankung ist es und wohl unheilbar und kann gefährlich enden. Dann hatte sie einen Silas, von dem sind auch bei Facebook, auf alten Facebook-Dingern von ihr Fotos. Ich wollte mal ein Video oder so eine Foto-Slideshow machen mit den Reso-Hunden. Coming aber nicht ganz so soon. Irgendwann, wenn ich da dazu komme, mache ich es. Dann, ja, und der Silas, der hat auch gebissen. Ich weiß jetzt nicht mehr, war er leinenaggressiv oder hat er Leute gebissen? Kann ich euch jetzt nicht mehr genau sagen. Wie gesagt, von den Hunden habe ich auch nur immer ganz am Rande mitbekommen. Ja, die Fassade ist gut, hochglanzpoliert. Ja, nö, erfunden hat sie es nicht, aber sie hat das halt hier in Kempten oder in ihrem Umfeld so umgesetzt. Und ich fand es auch am Anfang, ich dachte, das ist ja faszinierend, da kannst du ja den Hund wirklich so halten, dass das nicht ganz so optimal ist. Deshalb gibt es eben den Sachkundenachweis. Wer kam denn dann danach? Danach kam Quinto, also von denen, die ich weiß. Danach kam Quinto. Zu der Zeit, ich fand es interessant, weil sie ja auch an aus meiner Sicht schwierige Hunde rangegangen ist. Und ja, sie hat natürlich diese Hunde, wie ihr es jetzt auch erlebt habt, sie hat die Hunde auch als sehr gefährlich oft dargestellt. Dazu kommen wir nachher noch, wenn ich zu den neueren Reso-Hunden komme. Da hat sich nämlich die Border Collie-Clique auch mal mit Reso-Hunden befasst. Ja, der Quintus, das war so ein Welsh-Terrier. Das weiß ich noch. Da sagt die Natalia zu mir, ich habe einen Airedale-Terrier. El Mini. Sag ich, dann ist es ein Welsh-Terrier. Nein, das ist ein Airedale-Terrier. Dann habe ich den Quintus gesehen, das war ein Welsh-Terrier. Ich meine, der Welsh-Terrier ist die kleine Form vom Airedale-Terrier. Nur, dass er nicht Airedale-Terrier, sondern Welsh-Terrier heißt. Aber wir wissen ja, manche Leute und Hunderassen ist nicht ganz so kompatibel. Dann kam noch die Milli. Die Milli, die sehe ich heute noch ab und zu laufen, weil die hier aus Kempten ist. Das ist so ein schwarz-weißer Herdenschutzmischling. So von der Optik her kommt sie ein bisschen an Armani ran, so von Größe und Fellstruktur und so. Sehen, es gibt es wenige. Ovtcharka, ja, Pokémon noch viel besser ist der Ovatschka. Der kriegt nämlich meine Watschen. Ja, fand ich auch. Ja, so viel dazu. Dieser Herdenschutzhund war auch, also diese Herdenschutzhund-Mischlingshündin war auch leinenaggressiv, wenn ich mich recht erinnern kann. Dann hatte sie mal einen kaukasischen Ovtcharka, von dem hat sie mir aber nur erzählt. Den habe ich nicht gesehen.
du hast, doch, du hast Owatschka, aber sie hat ja auch mal auf, wie hat sie nochmal auf, gibt es X-Namen. Gott sei Dank ist es jetzt ja in allerlei und gibt noch eine andere Bezeichnung. Dann kam Bulli. Bulli war auch ein Pitbull oder irgendwo in der Art. Da hat die Besitzerin, da könnt ihr auch nachlesen, das steht in den, im Gästebuch drin. Die kam dann aber auch nicht mit ihm klar. Genau, erwatschen. Kai, du verstehst, was das ist. Zu mir hat mein Vater immer gesagt, wenn wir uns jetzt nicht benehmen, dann fällt der Watschenbaum um. Also wir sind nicht geschlagen worden oder so, aber der Spruch, der Watschenbaum fällt gleich um, das war so, jetzt das Ende. Ja, das war der Bulli. Dann war laut Internet ja noch ein Boxer aus den Niederlanden da. Da hat Altje und Jack aus Holland mal geschrieben. Da habe ich aber nichts mitbekommen. Dann, wer war denn Pepe aus der Schweiz? Das war also nicht dieser Pepe, da war noch mal einer da. Aber an den kann ich mir jetzt nicht mehr genau erinnern. Dann war Freitag und 13. Das waren zwei. Der Freitag, das war ein Mischling und der 13 war ein Schäferhund. Von dem könnte auch noch was im Internet von ihr sein. Und dann, da hat sie erst den Freitag gehabt, den Mischling. Und dann hat sie sich beide Hunde angeschaut und dann hat sich wohl herausgestellt, dass das Problem aber gar nicht der Mischling war, der Freitag, sondern dass das Problem bei 13 lag, beim Schäferhund. Und deshalb hat sie den Pokémon. Und deshalb war dann danach auch 13 noch zur Reso in Kempten. Jo. Dann kam Astor. Astor war der Rottweiler von der Regina. Da war die Natalie. Na, dann kam erst noch Elli. Elli war ein bildhübscher Hütehund-Mix. Ich glaube auch aus Rumänien. Und Elli hat auch geschnappt nach Leuten. Und meiner Meinung nach lag es bei der Elli auch an den typischen Straßenhund-Genen. Sie war einerseits ängstlich. Andererseits ist sie dann eben nach vorn gegangen. Und ja, wisst ihr ja wahrscheinlich alle, es gibt halt Hunde, die ihre Angst nach vorne schippen. Also dieses zerfledderte Etwas. Boah, verschmiert mir hier gerade meine ganze Eckbank. Die Geruchskulisse ist übrigens toll hier, Leute. Seid froh, dass er nicht hier sitzt, beziehungsweise den Computer, den das nicht riecht, mit dem Geldbediener, das waren damals nicht so viel. Wer weiß, was sie den Leuten bezahlen. Ja, damals haben die wirklich das scheinbar toll gefunden. Moment, ich muss mal schnell was trinken. Und damals fanden die Leute das ja wirklich gut, was weiß ich. Vielleicht war es auch eine Verbesserung, eine kurzfristige, je nachdem. Also die Einarbeitung war dann halt meistens hier in Kempten, nur kurz, so wie ich mich daran erinnern kann. Ich möchte mal wissen, was sie jetzt... sie muss wohl ziemlich viel Holz aus dem Mietshaus in ihr Haus transportiert haben. Wie gesagt, Waschpör und Osman Bück, das sind... kleine Dörfer, da pfeifen die Spatzen so einiges von den Dächern und das kommt dann halt auch bis zu mir. Und da muss sie wohl ziemlich Holz haben von dem Haus. Ja, und Holzzaun hat sie nicht mehr viel. Deshalb weiß ich auch, dass ihre Hunde gerade hin und wieder auf der Straße rumlaufen, weil diese eine Lücke, also ich kenne diese Lücke, ich habe die ja auch schon gesehen. Wenn man sich vorstellt, die Grenze zu Yoshis Haus, also dieser Gartenzaun, auf Yoshi seiner Seite, da ist der Zaun, wie hoch wird der sein? 1,60, aber halt schon so zusammengehockt. Er war mit Sicherheit mal 1,60 hoch. Und da hat ja Natalia auf der
ihrer Seite dann diesen fetten Holzzaun gemacht. Da waren dann aber immer mehr Latten raus. Und jetzt können die Hunde durch den Holzzaun, zwischen Holzzaun und diesem Maschendraht, und da ist vorne nicht ganz zu wohl. Und da hat sich Max wohl neulich auch raus verkrümelt. Und Mia und der Große, der Bacchus, war wohl auch mal auf der Straße, aber da, keine Ahnung, ob das Tor auf war oder nicht. Dann ich muss schnell lesen, sonst komme ich wieder nicht durch, was ihr wissen wollt. Oder? Nein, diese Lücke habe ich nicht verursacht. Die Lücke in Osmanbük, da habe ich angeblich den Zaun kaputt gemacht, laut Natalia. Ich habe jetzt von der Lücke in Waschpör geredet, zwischen ihrem und Joschis Zaun, also zwischen dem Holzzaun und dem Maschendraht von Joschi. Da ist ja, ich weiß nicht, ob man das auf den Videos von ihr erkennt, da ist so ein, das sind vielleicht so 20 Zentimeter zwischen den beiden Zäunen. Und wenn die Hunde, also in diese 20, vielleicht sind es auch 30 Zentimeter, auf jeden Fall so, dass da ein Hund sich da so reinquetschen kann Richtung Straße und da vorne ist halt nur so notdürftig zugemacht. Und da kann man halt auch raus als Hund. Also Bacchus glaube ich nicht, dass sie da raus kann. Ja, alias, ich mache das alles mental, per Telepathie. Dann lasse ich da den Zaun kaputt gehen. Ich beschwöre da hier so diese Maschendrähte, dass die sich entdröseln. Das sieht dann so aus wie DNA-Stränge, wenn ich die entwickle, so brumms. Und dann habe ich ja hier meine Voodoo-Hunde und dann lasse ich die da rauslaufen. Ganz einfach. Und ich schiebe den Hunden dann auch hier, den Voodoo-Hunden, versteht sich, auch immer Giftköder rein, wenn es dann den Hunden wieder schlecht geht. Aber man kriegt sowas sehr schnell in den Griff, wenn man auf die Nase haut, müsst ihr euch merken im Notfall. Bloß nicht, Leute. Ja, Bettina, das weiß ich nicht. Also das ist Gott sei Dank nicht mehr meine Baustelle, aber also ich würde was dagegen tun, klar. Nee, lang hat der Mietvertrag nicht gehalten. Früher hieß es. Ja, genau. Aus dem Zaun. Ach so, ja, die Mia habe ich ja da auch gerufen an der Seite, richtig. Ah, Josie ist fertig, Schlachtfeld hinterlassen, prima. Die Mia habe ich ja da auch klauen wollen, das war's. Genau, ich wollte die Mia klauen. Nee, ich habe die Mia damals ja nur gerufen, weil sie hat gebellt und sie kennt mich ja eigentlich und sie hat dann auch kurzzeitig aufgehört, dann hat sie nochmal angefangen, dann habe ich nochmal gerufen und ja, ich bin ja dann eh bald wieder gefahren. Jetzt hat, welche Resehunde hatten wir denn noch? Also Freitag und 13. Genau, und dann kam Astor. Das war dann im August 18. Also Elli, das war so ein Hütehund-Mischling eben, dieser Angstaggressive, die kam schon von Deutschland mit nach Ungarn. Die war also in der Umzugsphase dabei, war also quasi der erste Kundenhund auf dem Grundstück und dann kam Astor. Astor ist der Rottweiler von der Regina. Ja, Mia ist schon immer Mia gewesen. Mia war freundlich, Mia konnte ich von Anfang an streicheln. Natalia hat immer gesagt, sie bei Männern muss man aufpassen, aber ich kenne Männer in der Stadt, die haben mir das dann mal erzählt. Da haben wir über eine Freundin, bin ich in so eine Kaffeeklicke mal in der Stadt reinkommen und dann ist immer irgendwie auf Natalia kommen im Gespräch und der Typ, der hatte auch einen Elfer. Übrigens, also er hat keine Hunde mehr ausgebildet, aber der hat den Elfer.
Und sagt er, ah, die hat doch auch so einen rotbraunen Boxerverschnitt, wo sie sagt, das ist ein Pitbull. Sag ich, ja, genau, die Mia, ja, genau so hieß der Hund. Ja, die hat er mal hier in der Stadt getroffen, da an der Bank, an der Treppe. Mia kommt an ihm vorbei und er streichelt den Hund, und also hat mit dem Hund geredet und hat ihn gestreichelt. Und die Natalia hat die Mia dann gleich weggezogen, ah, sei vorsichtig und Männer und so weiter. Und er hat zu mir damals gesagt, so ein Blödsinn, der Hund, der war total harmlos und lieb. Also ich kenne die Mia auch nur so. Ich habe sie bei Männern auch nie komisch erlebt. Mein Hund ist auch, wenn es dunkel ist oder so, da ist es ihr aber auch egal, ob Männlein oder Weiblein. Da geht sie einfach, wie soll ich sagen, nicht mit Bürste oder so, aber sie ist etwas wacher dabei, einfach guckt aufmerksamer. Und ja, Mia auch. Und wie gesagt, die hat ja dann auch bald die Jungen bekommen. Und von dem her, wann soll sie denn bitte sich ein halbes Jahr oder wie lange konnte sie es angeblich nicht anlangen? Das passt alles nicht zusammen. Also ich sitze zwar manchmal auf der Leitung, Doris, aber auf der Strippe stehe ich gerade nicht. Genau, Astor von der Regina Dörfler. Das war ja die Regina, die auch den Django in Pflege hatte. Ich kenne die Regina ja persönlich. Ich war auch schon bei ihr mehrmals und habe auch immer die Josie dabei. Also ihr Astor ist ganz verliebt in die Josie, solange es kein Essen gibt. Er ist futteraggressiv und ich meine, Rottweiler auch mit Maulkorb, wenn der die Josie umnagelt, dann das muss ja nicht sein. Also von dem her, zum Füttern hat sie den Astor immer raus und das war eigentlich alles. Und da muss ohne Ohrwürmer arbeiten. die Regina hatte den Astor immer mit Maulkorb, wenn Besuch kommt. Und was die Regina gesagt hat, was geklappt hat, seit Astor in der Reso war, die sie übrigens auch vorzeitig abgebrochen hat, das war das, dass sie immer Maulkorb wieder aufziehen konnte. Dass sie gesehen hat, die Natalia, die macht es einfach und dass sie über ihren eigenen Schatten springt und sie macht es jetzt auch einfach und fertig. Und er lässt ihn sich aufziehen, er ist ihn gewohnt. Bei anderen Hunden, also bei Hündinnen macht er gar nichts, bei Rüden entscheidet wie bei vielen die Sympathie. Nein, die haben keinen Kontakt, Simona, weil Regina ist ja auf die Feindseite gewechselt und Regina möchte auch noch Geld von der Natalia haben. Das waren einmal 1.000 Euro vom, was sie ihr geliehen hat für einen Zaun. Und dann war es ja Dinge, die halt das oder das dort Django bei ihr kaputt gemacht haben. Da steht auch noch was aus und die Kosten, die er halt verursacht hat. Tja, Pokémon, das ist natürlich eine Theorie, die man sich mal überlegen sollte. Möglich. Also ich weiß, dass sie ohne Hund eigentlich generell nie irgendwo sich blicken lässt. Ich kenne sie nur, wenn man in der Stadt unterwegs ist mit Hund. Also mindestens mit Mia und oft aber auch einen Personenschutzhund. Früher war es ja der Ares. Also Ares war wirklich besser ausgebildet. Der kannte auch ein Auskommando. Aber das hat sie, sie hat mir immer erzählt, der sei bei der Polizei ausgemustert. Nee, der ist der Ares, der kam von einem jungen Mann, der einfach keine Zeit mehr hatte. Und dann hatten die Natalia genommen. Und sie hat mir öfter mal erzählt, dass sie mit ihm, wir haben noch einen Hundeplatz, einen Verein, das ist der Rottweiler-Verein. Da treffen sich aber auch andere Rassen. Und oder ist es der eigene Schäferhund? Nee, oder Rottweiler und Schäferhundverein. Also das ist so ein Schutzdiensthaufen, wo sie noch mehr wie in der Eich bei uns draußen Schutzdienst eben machen und auch die Rassen entsprechend haben. Und da war sie wohl ab und zu beim Trainieren mit ihm. Mehr weiß ich da auch nicht, weil ich war da nie dabei. Wer kam dann? Ja, also wie gesagt, den Astor, den würde ich jetzt auch nicht anfassen, wenn er auch nicht mit Maulkorb, er mag es nicht. Astor ist als Welpe mal von Reginas
Schwager, Schwager, Bruder, weiß nicht. Auf jeden Fall ist der auf den Boden gefallen. Der hat ihn auf dem Arm gehabt und er fiel runter. Und seitdem, da war er dann länger, ich weiß nicht, in Tierarztbehandlung, warum. Meine Regina hat mir das mal erzählt. Aber das ist auch schon eine Weile her. Auf jeden Fall hat er immer noch hinten die Probleme und man weiß auch nicht wirklich, hat er da Schmerzen. Er kriegt von ihr grundsätzlich Gelenk aufbauende Mittelchen und so Zeug. Aber ich denke, der hat einfach auch von Anfang an einen Schaden gehabt mit dem Knochenbau, dass der nicht so ganz astrein war. Und ja, aber Regina kommt mit ihm klar. Ihre zwei erwachsenen Töchter kommen mit ihr klar, mit ihm klar und können auch mit ihm spazieren gehen. Wie gesagt, immer mit Maulkorb. Das machen sie zur Sicherheit immer drauf, weil dann kann einfach nichts passieren. Da ist sie also sehr umsichtig. Aber die Puppa, diese Nackthündin, die hat er ja auch total akzeptiert, war überhaupt kein Problem. Die Regina, die überhaupt kein Nackthundmensch ist, hat jetzt noch eine Nackthündin, wieder eine Nackthündin aus dem Tierschutz, aus einem Messi-Haushalt genommen. Die Fenia heißt sie, glaube ich, wobei es völlig Banane ist, wie der Hund heißt. Sie hat nämlich danach festgestellt, der Hund ist taub. Aber jetzt hat sie halt einen Taubennackthund und die kriegt jetzt auch ein Altersplätzchen bei der Regina. Jo, Tanja und Kasper sind Geschwister meines Wissens. Ja. Würde an ihrer Stelle auch nicht ohne Hund rausgehen. Ja, also, hey, geht's nur. Dann. Und nach Astor, den hat ja Regina dann eben früher geholt, dann kam Ballack. Zu der Zeit war ich ja noch mit der Natalia befreundet. Und Ballack habe ich nie persönlich gesehen, weil, ja genau, in Berlin immer klingelt's, raschelt's wo, kommt irgendwo wer. Also ja. Ballack kenne ich nicht persönlich. Ich habe von anderen Hundetrainern, die mit Ballack zu tun hatten, habe ich auch einiges über den Hund erfahren. Und im Grunde genommen waren die Meinungen von allen Leuten, die ich jetzt als kompetent bezeichnen würde, aufgrund von Berufserfahrung, aufgrund von der Ausbildung im Hundebereich, war eigentlich die Meinung, einstimmig, Ungarn hat dem Hund einen Rest gegeben und eine tickende Zeitbombe aus ihm gemacht. Ja, ich sehe es auch so. Ja, Juleschka, also das mit dem Polizeidienst, das würde ich jetzt mal nicht so für bare Münze nehmen. Sie hat ja mal erzählt, sie wollte schon immer die Tanne haben. Und die Züchterin hat ihr gesagt, ja, wenn sie aber was machen möchte, soll sie den Kasper nehmen in Richtung Personenschutzhund. Und dann hat sie, weil die Tanne angeblich wieder zurückkam, die Tanne auch noch genommen. Das war aber zu einer Zeit, wo ich schon nicht mehr mit ihr befreundet war. Also von dem her kenne ich da nicht die Story von der Natalia. Und wenn ich sie kennen würde, muss es noch lange nicht die Story sein, wie es tatsächlich passiert ist. Und nein, also ich bin auch der Meinung, Alias, dass die Tanne never ever im Polizeidienst war, weil die kam ja auch schon als Welpe zur Natalia. Und von dem her, nee, kann ich mir also echt nicht vorstellen. Da ist wieder. Aber Ares kam ja auch aus dem Polizeidienst und wurde ausgemustert, weil er nicht genug Biss hat. Ja, Polizeihunde sind halt einfach mehr hip. Keine Ahnung. Ich habe so einen unhippen Australian Shepherd, der nicht beißen kann. Schade. Personenschutzhund. Note 6 setzen. Aber als Wecker funktioniert sie perfekt im Wohnmobil, als Alarmanlage. Die tut rasend. Wer kam nach Ballack? Nach Ballack kam Zeus. Moment, lasst mich nachdenken. Ja, nach Ballack kam Zeus, weil da war ich nämlich im. Ich habe keinen Glühwein.
Pokémon. Ich wollte heute einen trinken, aber wenn ich Livestream mache, trinke ich keinen Glühwein. Weil, genau nicht weiß. Ja, bewahre. Obwohl, Juleschka, ich denke mal, deine Hunde könnten es, wenn du zum richtigen Trainer gehst. Da gibt es eine Trainerin, die beste Europas. Vielleicht solltest du dich da mal hinwenden. Dann hättest du vielleicht auch mal Personenschutzhunde. Ja, also die Josie, die tut übrigens auch rasend, wenn es hier klingelt. Ganz toll, wenn ein neuer Postbote kommt, der steht immer dran, kriegt schier einen Herzinfarkt. Mhm. Die Postbotin, die sie kennt, die hält ihr halt die Post entgegen. Aber sonst, die ist wirklich, also ich bin mega zufrieden mit meinem Hund. Aber ich habe ja auch Strom, verprügelt habe ich sie eine Stunde, nachdem sie, stundenlang war es, genau. Und Stromhalsband habe ich verwendet, genau, drum ist sie so brav, wahrscheinlich, ja klar. Also ich weiß nicht, wie mein Hund reagieren würde, wenn man ihr wirklich einen Strom hintäte. In einer Situation. Also ich wüsste jetzt gar keine Situation, weil ich kann sie von jeder davonrennenden Katze abrufen. Aber ja, die Josie bellt auch auf Kommando. Wenn ich die Hand aufmache, bellt sie, Hand zu, dann ist es wieder Ruhe. Aber am Wohnmobil und wenn es klingelt, bellt sie auch ohne Kommando. Wenn es nötig ist. Ja, die Kettle Dogs, die hätten mir auch gefallen, aber die waren mir zu, wie soll ich sagen, zu knackig. Die sind ja schon heftiger noch wie die Shepherds und die Border vom Typ her. Aber ich finde sie auch toll, mir gefallen sie sehr gut. Ja, Tanne ist unsicher, sehe ich genauso. Nein, Tanne, ich weiß nicht, ob sie die Tanne schon mal als Personenschutzhund bezeichnet hat oder nur den Kasper, könnte ich jetzt gar nicht sagen. Also die Tanne ist ja, die, optisch gefällt sie mir übrigens am besten von allen Hunden da drüben. Wer kam denn dann? Ja, Zeus. Zeus ist der Dobermann von der Daniela. Und ich habe den kennengelernt, das war, ihr müsst echt nachschauen, das war auf jeden Fall irgendwann im Frühjahr 2019 muss das gewesen sein, weil da haben wir nämlich, Herbst 18, da haben wir nämlich einen Zaun aufgebaut, die Natalia, dann kam noch ein Kumpel von mir mit und ich, beziehungsweise es hat geregnet ohne Ende, die zwei haben Zaun aufgebaut und ich habe alle anderen Arbeiten gemacht. Ich habe Fenster gestrichen, ich habe, wie das Wetter dann schön war, ich habe fürs Essen gesorgt, ich war einkaufen, also die hatten wirklich freie Hand, die mussten nichts machen, ab und zu Snacks gereicht, was zum Trinken, bin dann so wie das Nummern-Girl mit dem Tablett immer raus und dann konnten die essen und wieder weiterarbeiten und der Rainer hat auch gemeint, das ist eine super Entlastung, weil die Natalia ja mal gemault hat, ich würde ja gar nichts tun. Sorry, aber Fenster streichen ist auch ein scheiß Job, vor allem wenn du das mit den Fingern abschleifen musst und ja, also ich habe mit Sicherheit nicht so wenig getan. Hallo Angelina, auch da. Ja, und der Dobermann, den hatte sie dann in einem Auslauf, das war der frühere Hühnerstall, wo dann auch die Ziegen drin waren. Und der Zeus, der war dann, sie ist dann mal rein, hat mit dem gespielt, also ohne Maulkorb. Und der war aber irgendwie, sie hat ja gemeint, der ist sehr also gefährlich und wir sollen ihn bloß nicht anfassen. Und wenn sie ihn dann mal rauslassen hat, dann sind wir auch aus dem Weg gewesen. Und dann war ich mit der Natalia im Baumarkt. Ich werde es nie vergessen. Ich werde es nie vergessen. Wir waren im Baumarkt, haben einkauft. Übrigens, wen es interessiert, mit Geld aus dem Darlehen. Und klingelt auf einmal mein Telefon, war der Rainer dran. Der Dobermann ist jetzt raus. Dann habe ich es auf laut, das Natal. Wie raus? Ja, raus aus dem Gehege, der ist jetzt hier bei mir im Garten. Ich habe ganz schnell aber unsere Hunde ins Haus rein, weil die Josie, dann der Whisky vom Rainer war auch im Garten und die
Mia war, glaube ich, auch draußen. Ares war, der war im Haus eingesperrt. Naja, also der war auf jeden Fall nicht draußen. Und die anderen Hunde hat der Rainer dann eben ganz schnell rein. Und dann, genau, eBay Kleinanzeigen, Angelina. Und dann sagt die Natalia, die ist total in Panik verfallen, um Gottes Willen, der Hund ist frei und der Rainer und dass der den nicht beißt und wir müssen jetzt sofort wieder heimfahren. Und habe ich gesagt, ja, jetzt können wir eh nichts machen im Moment, solange der Rainer uns nur anrufen kann, kann es noch nicht so schlimm sein. Und dann sind wir zurückgefahren und der Rainer sagt, nö, nö, alles entspannt, er macht seine Arbeit weiter und der Hund rennt halt durch den Garten. Dann sind wir zurückgekommen. Rainer hat eine Raucherpause gemacht. Auf der Treppe saß das ist nur so eine niedrige Stufe vorm Haus, saß da drauf, so Füße auch so anzogen wie ich jetzt, breitbeinig, so und der Hund dazwischen und Rainer hat den Dobermann geknuddelt. Ach, wir verstehen uns ganz gut, meint er. Ich habe gedacht, ich sehe nicht recht. Also der böse Lesehund. Und dann lief der Hund auch immer frei rum und beim Streichen, ich habe ihm dann auch mal einen Pinsel auf den Arsch gezündet und habe gesagt, Himmel, jetzt geh endlich weg, weil der immer über meine Fenster gelatscht ist, wo nasse Farbe war. Überall, wo die lagen, also teilweise sehr weit am Boden, weil wir nur Ziegelsteine hatten und nicht so viel zum Auflegen. Es war eine Katastrophe. Angelina? Genau, das war im Winter, da sind ja die Schneebilder entstanden. Und also da am Öschlesee. Genau. Und Dezember, das war kurz bevor ich Natalia kennengelernt habe. Warte mal, wo habe ich denn einen Ernie zeitlich drin? Ja, genau. Ja, genau. Und davor war Carlos da, der war ja dann bei der Angelina. Und ja, und Zeus war also nicht so schlimm. Leinenaggressiv war er mit anderen Hunden, aber bei Leuten, das war halt ein unerzogener Rotzlöffel bei uns. Also für mich, ich habe immer gesagt, Dobi Doofkopf. Ich fand den. Der hat ja die Ohren irgendwie komplett falsch kopiert und die hängen so komisch. Und ja, aber ein großes, dämliches Kalb, fand ich. Und den hat ja Natalia dann noch zum Personenschutzhund ausgebildet, im Anschluss an die Rezo. Was aus meiner Sicht, wie gesagt, immer meine Meinung, völliger Schwachsinn ist. Ein Hund, der erziehungstechnisch nicht hundertprozentig funktioniert, der nicht hundertprozentig sozialisiert ist, never ever ein Schutzhundausbildung. Aber gut. Dann kam noch Chico. Von Chico gibt es, glaube ich, gar kein Video. Das war ein Malinois. Den hat sie sehr, sehr lange gehabt. Und dann, weil der halt nicht wirklich dann Fuß ging und da musste man noch länger und länger und länger. Und dabei war der so easy zum Erziehen. Und die Frau hat halt eben Unterordnungsprobleme gehabt. Die war halt ein bisschen zu weich mit dem Hund. Ich habe die Frau kennengelernt, weil die Zeit, wo jetzt der Chico da war auch irgendwann noch die Luna da, der Rottweiler Welpe, der mit der Futteraggression, der Video ist noch drin, den Hund kenne ich nicht. Und in der Zeit war auch die Linda bei der Natalia. Linda ist uns ja auch alle bekannt. Die Linda habe ich kennengelernt in Ungarn. Und im Mai. Und ich soll sie ja nicht anfassen und so weiter. Das ist auch ein ganz schwieriger Hund. Ja, Alex, sehe ich auch so, die sollte keine Schutzhundausbildung machen, weil, ja, man sieht es ja. Ja, genau, den Sohn hat er dann auch noch angegriffen. Ja, das war Chico mit den Pferden. Genau. Und dann war noch die Frau Wollny da. Die war aber dann schon weg, wie ich kam. Die hat ja dann auch die Puppa zerbissen. Da kamen in der Zeit dann ja auch Puppa und Speedy nach Ungarn. Und
die Linda war da eben noch bei der Natalia, der Chico, Zeus war dann schon wieder zurück. Django kam zur Natalia, der kam aus Köln und der Typ wollte den irgendwie nicht mehr haben. Keine Ahnung, ob die Daniela den kannte, weil die ja auch aus der Ecke kommt oder wie sie an den rankam. Auf jeden Fall hat der Besitzer den an die Natalia übergeben. Dann kam Amigo. Amigo habe ich auch kennengelernt. Der war damals in dem Zwinger, der zwischen meinem Haus und dem Schweinestall auf meinem Grundstück war. Da war ein Teil vom Schweinestall, war ja dann die Hütte. Die war also schon gemütlich zu. Aber der war da eingesperrt und ich wollte ihn dann anschauen, sagte die Natalia, geh bloß nicht so nah hin, der reißt alles ab, der hat Riesenkraft, der ist gefährlich. Ja, dachte ich mir, Preso Canario muss ich jetzt nicht unbedingt am Hals haben. Hatte noch nie Erfahrung mit solchen Molossern und weiß es ja auch nicht. Dann waren die Speedy noch da und der Timmy. Der Timmy war ein Jagdhundmischling, der dann auch eingeschläfert wurde, nachdem dann nach der Resurbeißvorfall war. Und genau. Und dann war noch Paul da. Paul ist der Dobermann von einem Uwe, mit dem war ich befreundet. Und das war so ein Musikkumpel. Und der hat über mich die Natalia kennengelernt. Dadurch hat er den Paul dahin gegeben, der einfach auch bloß so, das Hauptproblem war, dass der Paul Essen vom Tisch geklaut hat, in der Küche, von der Anrichte. Überall, wo Essen war, hat er das geklaut. Und dann, Leute, ich komme mit Lesen nicht nach. Und die Natalia hat Strom. Dann geht keiner mehr ans Essen. Und das hat der Uwe auch dann gewusst. Und da hat er nämlich danach gesagt, dazu hätte er den Hund nicht nach Ungarn geben müssen. Das hätte er auch selber gekonnt. Dass er um die Ecke stehen bleibt, Hund geht an der Anrichte hoch und aufs Knöpfle drücken. Und Moment. Und dann kam ja die Verhaftung von der Natalia. Dann war das Problem, in München hatte ich im Auto von der Natalia, das war noch der VW-Bus damals, da waren 7 Hunde. Ares, Mia, ich sehe gerade auf meiner Liste fehlt Joker. Joker war nämlich auch noch da. Muss ich mal schnell mal notieren, Joker. Also Ares, Mia, Django, nee, nicht der aus Montenegro bei mir jetzt, das war, also, Stock noch gedreht hat, probeweise, das war der aus Montenegro, ja. Der kam aber erst später, der King war das. Genau, Angelina. Also da waren, bei der Verhaftung waren dabei Ares, Mia, Django, dann der kleine Spikey, so ein Kniehoher, den sie damals in Ungarn von der Straße gekratzt hat, wo er angefahren war. So hat sie es mir erzählt. Dann waren dabei die Speedy, die kleine weiße wuschelige Nackthündin. Dann war dabei die Linda und der Joker, Pitbull. Diese 7 Hunde waren im VW-Bus und diese 7 Hunde habe ich hier als Häuptling der Border Collie-Clique alle aus dem Auto holen müssen, Gassi gehen müssen, trinken geben müssen und Futter geben müssen. Hunde mit Maulkorb können nicht fressen, wenn es nicht Top-Maulkörbe sind. Also habe ich folglich musste ich diese Türen halt von den Boxen aufmachen
Maulkorb anziehen und Hund rausholen. War also nicht so spaßig. Aber der Joker, der war bei Leuten eigentlich brav. Der hat mir nie irgendwie angefallen oder so. Ich war natürlich skeptisch, weil das, was ich von den Hunden erzählt bekommen habe, habe ich die riesen Panik gekriegt. Die waren dann ja auch im Tierheim, die drei, die Linda, der Django und der Joker, weil Listenhunde in München, Bayern. Und das war dann so im Tierheim, die haben gesagt, sie haben keine Probleme mit den Hunden, sage ich. Also ich wäre vorsichtig, aber gut. Ich habe wie die Polizei hat die Hunde nicht angefasst. Dann bin ich mit ins Tierheim gefahren. Das Tierheim hat die Hunde nicht, also da war so ein Hundetransporteur, der hat gesagt, nee, die nimmt er nicht mit. Da muss einer von der Polizei mit, da war dann keiner da. Und ich sage, in dem Ding können sie eh nicht transportieren. Also da waren keine sicheren Trennwände, die Hunde hätte ich nicht zusammenlassen können. Ja, und dann bin ich halt mit dem VW-Bus ins Tierheim gefahren und habe die Hunde dann da wieder raus und in diese Zwingerboxen rein, habe ihnen nur was zum Futter, also zum Essen reingeben, Futter und Wasser. Und also das war auch alles machbar. Auch die Linda. Die Linda konnte ich auch. Maulkorb hin, Maulkorb weg, raus aus der Box, rein in die Box. War okay. Action. Und der Django, der war einfach nur dusselig. Der hat in die Leine bissen wie ein Bekloppter. Der hat an der Leine gezogen. Da bin ich also schon fast wie das Fenderl im Wind nach. Und ja, war alles nicht ganz so easy. Aber wie gesagt, keine anderen Probleme. Und dann waren die drei noch in Ungarn. Das war, also, und die anderen, Mia, dann Spikey, das war ja kein Problem. Der Ares, dem habe ich nur einen Maulkorb hin, falls er mal auskommt, weil der ja auch mit anderen Hunden nicht so kompatibel war. Und der hat ja gefolgt, aber das war schon auch nicht ganz ohne den zu führen. Und dann, ja, und Speedy war easy, also klar. Und dann musste ich ja mit der Regina nach Ungarn fahren. Tschüss, Rotti, wieder weg. Und dann der Joker, der war wunderschön, ja. Der Joker war ein ganz ein schicker Hund, der war echt klasse. Ja, und dann kam in Ungarn selber, wo ich mit der Regina, die ist ja da mit mir runtergefahren, da mussten wir dann den Timmy holen, den Jagdhundmix, der auch unvermittelt zubeißt. Dann den Chico, den Mali und den, das war dann mein größter Punkt, der Preso Canario, der Amigo. Wo ich ja nicht mal an Zaun hin durfte, weil er so böse ist. Und die Regina, die war ja davor bei der Natalia im Urlaub, also Urlaub, Arbeitsurlaub, hat ja da ein paar Sachen geholfen. Und die kannte den Amigo und die Natalia hat immer gesagt, ja, dann fütter du den und mach du das, weil du hast da so einen guten Draht zu dem. Und der war, also die Regina hat halt angefangen am Gitter und ist dann auch rein. Und dann haben wir die zwei Kleinen, also sprich den Jagdhund und den Malinois haben wir hinten in die Boxen rein und das Kalb haben wir vorne wie ein Pferd neben die Box gestellt und anbunden, weil da war ja eh diese Trennwand zum Fahrerhaus mit so einem Schiebefenster und dann war der da ganz gut unterbracht, haben wir Decke reingelegt, der hätte in keine Box reingepasst, also den hätten wir reinquetschen müssen und mit dem war ich am Anfang sehr vorsichtig und die Verabschiedung war dann ein Riesenschlabberer quer übers Gesicht, wie man dann in München wenn wir uns mit den Besitzern getroffen haben. Und der war so süß auch und auch menschenfreundlich. Und nur mit anderen Hunden war halt das Problem. Also da hätte ich damals auch schon ans Gitter gehen können. Also das war jetzt auch kein so ein krasser Rhesusfall. Der hat halt eine Leinenaggression gehabt, was natürlich bei Hunden in der Gewichtsklasse ein bisschen schwierig ist. Ja, und danach kam dann, Paul war weg. Wer kam dann? Ach, da ist Joker, genau, der kam dann. Joker kam ja dann nochmal runter zu ihr. Da gab es ja dann die Videos. Und dann kam auch schon Benji, die französische Bulldogge, den kannte ich nicht. Und Asko resozialisieren habe ich euch ja schon mal erzählt, wie der Asko, wie ich ihn kennengelernt habe. Und absolut nicht als Rhesusfall. Ich weiß nicht, was mit dem gemacht haben, dass der sich so verändert. Weil wenn der Hund am Anfang ängstlich und ruhig ist und er taut dann ein bisschen auf, das heißt nur lange nicht, dass er diese stereotypen Verhaltensweisen und so weiter bringt. Also, ja.
Ja, die eigenen Hunde, da hat sie schon auch einige gehabt. Wie ich sie kennengelernt habe, hatte sie den Ares, den Schwarzen, dann Shiva, die Pitbull-Hündin, den Joker, den Junior, den Schäferhund mit der Ataxie. Dann hatte sie zu dem Zeitpunkt den Murphy, den Sennhund irgendwas Mischling. Dann hatte sie den Buddy, den großgeratenen Mini-Bullterrier. Und da habe ich sie kennengelernt, da war sie gerade zu Besuch da in Durach bei einem Bekannten und hat sich bei dem in dem kleinen Apartment einquartiert. Der ist tierlieb und da hat sie dann eine Weile gewohnt und die zwei, wer war das? Ach, und der Krümel, sechs Hunde waren es ja dann. Der Krümel, das war auch ein Pitbull, hat sie immer gesagt, Pitbull. Ein hübscher Hund war das auch, ja. Und den hat sie dann aber später auch vermittelt. Und den hat dann die Polizei beschlagnahmt, ins Tierheim gebracht, weil sie zu lang in Bayern war. Man darf mit Listenhunden in Bayern 3 Wochen. Also so bestimmte Zeitraum, nagelt es mir nicht aufs Zeitraum fest. Länger darf man nicht da bleiben. Und dann muss man halt wieder das Bundesland Bayern verlassen, weil die hier halt nicht erlaubt sind. Und dann habe ich nur noch den King über Erzählungen kennengelernt, über den Verein, wo er war. Und die haben ihn ja dann auch vorzeitig dort abgeholt, wie sie erfahren haben, was da war. Festgenommen wurde sie wegen. Nein, nein. Juleschka, es war so, nein, nicht Juleschka, Jule, Sascha, oh Mama mia, alte Frauen lesen. Festgenommen wurde sie, weil Haftbefehle ausstanden. Die Hunde waren im Auto, aber in dem Auto war es nicht wärmer als draußen. Es war eine Bullenhitze, aber das Auto stand im Schatten und die Hunde, die waren vorher draußen. Und sie hat dann nur die drei Harmlosen mitgenommen, Mia, Speedy und Spikey. Und die anderen waren eben im Auto bei offenem Fenster und Durchzug halt nicht zu weit auf, dass sie nicht raus konnten. Ares war auf dem Vordersitz, die anderen hinten in der Box. Und wenn da ein Fremder ans Auto hingeht, dann fängt der Ares natürlich an, rasend zu tun. Und dann geifert der Gift und Galle und schäumt. Und dann, ja, die Leute waren halt dann länger dran wohl und haben geguckt, sind da noch mehr Hunde und so weiter. Und haben halt dann irgendwann die Polizei angerufen, wegen den Hunden im Auto. Und die Polizei hat dann über das Kennzeichen den Halter festgestellt und haben über den Halter festgestellt, Haftbefehle stehen aus. Dann sind die Kollegen gekommen. Wie wir dann zurückkommen sind, die haben dann angerufen auf Natalias Handy. Und wie wir zurückkamen, waren dann schon drei, ich glaube, drei Streifenwägen waren da. Ja. Und dann sollte sie eben ein Ares in eine Box sperren. Und das ging nicht, weil der war voll. Dann sagte der, kann er den nicht. Ich sage, jetzt stell ihn zur anderen Tusche, halt den einen Hund in die kleinere und Django und dann den Ares in die größere rein. Das geht jetzt schon mal ein paar Minuten. Und wir durften uns dann auch gar nicht mehr unterhalten, weil der Natalia wurden ihre Rechte vorgelesen und der Rainer und ich, wir wurden abgeschirmt. Wir haben dann die Hunde von der Natalia, die Kleinen, in Rainers Auto, weil ich bin mit dem Auto dann mit zur Polizei gefahren. Also mit dem VW-Bus von der Natalia. Und der Rainer hatte seinen Whisky im Auto. Die Josie von mir, die habe ich mitgegeben. Dann hatte er die Speedy, den Spikey und die Mia. Fünf Hunde. Und der Ares war in der Box hinten drin, die Linda, der Joker, der Django. Ja. Und bei der Polizei, ich habe dann ewig gewartet, ich bin bis nachts um 1:30, bin ich dann endlich beim Rainer angekommen und habe mich riesig über die Pizza gefreut, die er bestellt hat. Ich habe so einen Hunger gehabt. Und ich war zu müde zum Schlafen und zu aufgewühlt, zu kaputt, weil, ich meine, das war meine erste Live-Verhaftung. Ich meine, man muss sich das ja mal vorstellen. Natalia war ja damals die Freundin von mir. Und dann kommt die Polizei, verhaftet deine Freundin
Und du weißt nicht, warum, du weißt nicht, was du tun sollst. Du hast dann auf einmal ihre 7 Hunde an der Backe. Und genau, das war, da ging es um, das, es waren mehrere Haftbefehle, stand in der Zeitung. Ich weiß nicht, wie viele es letzten Endes waren. Ich weiß nur, es war eine nicht bezahlte Strafe, mindestens eine. Und es war die Verhandlung dann vom Carlos wegen der Tierquälerei. Ja, das war unfassbar, Juli Sascha, das war abartig, weil sie immer mit so vielen Hunden durch die Gegend fährt. Im VW-Bus waren, jetzt pass auf, das waren hinten an der Heckklappe unten 2, oben war eine, dann war, wenn man die Schiebetür aufgemacht hat, geradeaus rein, an der Wand war eine, da waren drin Joker. Joker war vorne drin, muss ich echt überlegen. Joker war vorne drin. Linda war unten da. Django war da. Und Ares war da unten drinnen. Passt es so? Und Mia, Speedy und Spikey, die waren, genau, die waren vorne halt mit drin bei der Natalia im Fußraum oder auf dem Sitz. Genau. Und da haben die dann auch schon gesagt, so darf man ja gar nicht fahren und so weiter. Also 4 Boxen waren es und 7 Hunde. Mia, Speedy und Spikey hatten keine Box. Und die haben dann auch gesagt, so geht es nicht, der Ares muss in die Box. Und dann hat sie den halt da hinten reingeschmissen in die Box. Und der Rainer mit den 5 Hunden, der hat so ein, so ein Audi mit diesem schrägen Heck halt. Und da war dann, also die Hunde waren dann echt bei ihm im Auto verteilt. Die Josie war im Fußraum vorne. Die Speedy war auf dem Beifahrersitz, der Spikey war auf der Rückbank. Die Mia war auch auf der Rückbank und hinten drin war der Whisky vom Rainer. Also das war, und da hat die Polizei aber nichts gesagt, aber Gott sei Dank hat sie grünes Licht schauen. Gott sei Dank hat sie da nichts gesagt, weil anders geht es ja gar nichts. Ja, Sammy. Du, die kam nach Deutschland, Bettina, mit so vielen Hunden. Die hat ihre Hunde mitgenommen. Ich weiß nicht, hatte die damals? Ja, so viele. Nee, die konnte nicht mehr in Ungarn lassen. In Ungarn waren ja auch 3 da. Die hatte ja 10 Hunde im Haus. Und den Joker, den hat sie damals gerade erst geholt. Und warum sie die anderen mitgeschleift hat? Weiß ich nicht, warum sie die nicht in Ungarn. Die Mia und den Ares will sie nicht daheim lassen. Oder damals wollte sie wohl nicht. Dann der Spikey und die Speedy, das waren die Kleinen. Die Speedy sollte ja vermittelt werden, aber da hat sie sich ja mit denen, das wären super Leute damals gewesen, hat sie sich ja mit denen angelegt und wollte nicht, dass sie da hinkommen. Ja, und wie sie dann kam, und ich habe dann auch schon immer wieder mal zu ihr gesagt, nimm nicht so viel Hund ins Auto, du musst die ja auch sichern. Also auch wegen Grenzübergängen, wegen allem, und vor allem, es sind Kundenhunde. Also bei einem fremden Hund, wenn ich einen fremden Hund im Auto habe, da bin ich nochmal ganz anders drauf wie mit meinem eigenen. Ja, Bettina, weißt du, viel habe ich nicht mitgekriegt. Ja, Animal Hoarding, es waren ja Kundenhunde dabei. Und je mehr Kundenhunde, desto mehr Geld. Und ich habe gehört in Ungarn, es waren mal bis zu 14 Hunden gleichzeitig in Ungarn auf meinem Grundstück und drüben. Und also das war dann die Zeit, wo ich dann schon gesagt habe, Schicht im Schacht. Und dann bin ich ja, durch die Verhaftung bin ich ja auf viele, viele Dinge gestoßen, die überhaupt nicht zusammenpasst haben und dann eben auch auf die Form der Hundehaltung und so weiter. Und ich habe ja schon einige Male gesagt, bau anständige Zwingerlagen, mach dieses, mach jenes und ja, da kannst du auch an der Wand hinreden.
Bei der Wand fällt wenigstens irgendwann der Putz runter, wenn du lang genug hinredest, aber da hat sich gar nichts getan. Was kamen dann noch für Hunde? Dann kam Benji, die französische Bulldogge, die kennt er ja auch, die dann jetzt vermittelt ist in Ungarn, nicht mehr bei Alex ist. Dann kam der Asko, dann kam Nero, Balak 2.0. Dann kam Rico, der Dobermann. Dann nochmal irgendein Dobermann. Dann kam Bobby. Bobby ist ja auch hier der Triggerpunkt für einige, mit Recht. Und dann kam Rosi, ein Rottweiler. Wo sie die her hat, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist die ja dann zu Zeus, dem Dobermann, kommen, zu Daniela nach Köln. Dann war nochmal die Luna, ein Rottweiler, da. Dann war die Latina da, die Latina kennt er. Ja genau, dann war mein Haus nur noch als Zwinger. Ja klar, wird man den Hunden nicht gerecht. Moment, wann kam... Nee, die Senta kam später. Sollen wir es kennen? Juli Sascha, ja, ich nehme das mal mit der Zwangsjacke als freie Meinungsäußerung zur Kenntnis und widerspreche nicht. Dann kamen die, dann eben Latina, dann kam King. Ich muss ablesen, Leute, ich weiß es echt nicht alles auswendig. Dann kam der Pitbull Baloo, dann kam Rottweiler Rosi, kennt er auch alle mit Neukorb. Dann kam die Enya, diese Mali von diesen zwei Frauen aus irgendwo Ostdeutschland, ehemaliges Ostdeutschland. Nee, auch immer schwierig. Ja, einen oder zwei. Also ich denke, du kannst ja nicht mit einem schwierigen Hund den ganzen Tag trainieren, aber zwei und dann ist auch mal gut. Aber wenn man fünf Hunde oder so hat und die eigenen, die müssen ja auch ausgelastet werden und brauchen einen ja auch noch. Ares war sowieso die ganze Zeit weggesperrt, weil der sich ja mit keinem mehr vertragen hat. Man sieht es ja jetzt am Kasper. Ja, stimmt, Jessie. Da triggert einen viel. Ja, die Schäferhund, also ich möchte keinen zweiten Hund, aber Unmengen an Geld verdient. Ja, wie das Geschäft gut lief, da hat sie mit Sicherheit gut verdient. Pinocchio ist auch geldgierig. Geldgierig? Nö, sie hat doch mal gesagt, man muss mit so wenig zufrieden sein. Zum Beispiel mit einem Porsche und ein paar Häusern. Und so. Wer kam nach Enya? Nach der Enya kam dann der Hector, die Dogge, die jetzt im Tierheim Lübeck sitzt. Ich glaube, sie sitzt immer noch. Ich habe schon länger nicht mehr auf die Website geschaut. Vielleicht weiß es einer von euch. Dann war noch mal ein Dobermann da. Dann noch mal ein Schäferhund. Und dann kam Sammy, der Pitbull. Der mit den Krallen. Und danach kam ja dann schon Pitbull Tyron. Der ging ja dann auch weg. Dann Maya. Ah, dann kam die Maya, diese Mischlingshündin. Diese Maya waren, also diese zwei Frauen, die hatten diesen, die Enya, den Mali, und hatten diesen Mischling, die Enya. Die Enya, den Mali, und Maya, den Mischling, so. Dann kam der Dobermann Prinz, da war sie aber in Deutschland. An den könnt ihr euch auch noch erinnern, das war der mit diesen abgeklebten Ohren. Und dann kam Dobermann Ruby aus Österreich. Dann kam Bruno, der Pity Pointer Mix, der über den Zaun geklettert ist.
Moment, ich muss wieder lesen. Enya war doch. Nein. Ja, genau, eben Pokémon. Da war dann diese Maya da, der Mischling. Hector, ja. Und dann kam. Ach, und dann kam Gino, der Mischling von der Alex, den sie jetzt aber wohl auch nicht mehr hat. Zumindest war er auf keinem Video zu sehen bei der Natalia. Ja, genau, mit dem Beklebten. Also Hector ist meines Wissens im Tierheim Lübeck, außer er ist mittlerweile weitergewandert zur Hellhound Foundation. Das wäre mir jetzt neu. Ja, dann Gino. Dann war mal eine Pitbull-Hündin mit Frauchen wohl bei ihr unten, eine Sava oder so ähnlich, man hat es bloß ab und zu mal gehört. Und dann kam Butch, der angolanische Killerbär, der super resozialisiert dann mit Maulkorb auf seinem Platz angebunden war. Und dann kam Senta von der Andrea, genau. Senta gibt es ja auch ein Video. Dann kam Sunny, diese Mali-Hündin. Ich glaube, die hat auch mal den Bobby über den Platz gescheucht, da über sämtlichen Verhau. Und dann kam Boston Terrier Baloo. Der durfte ja mit nach Spanien zu den beiden Dobermännern, Baloo und Kira. Und dann, übrigens, diese Aufnahmen, die wohnen eigentlich in einer total schönen Gegend, habe ich festgestellt. Direkt an dem Stausee, relativ gut erreichbar, paar wenige Nachbarn weit verstreut. Habe ich mal bei Google Maps geguckt, wo die denn sind. Hector ist noch in Lübeck. Okay, Bettina, danke. Ah, die vermitteln den ja, das ist möglich. Mhm. Ja, ich denke, das ist eigentlich ein total lieber Hund, der einfach, ja, den man einfach richtig nehmen muss. Und das muss man halt können. Aber er war wohl nicht resozialisiert, weil sonst wäre er jetzt nicht im Tierheim, sondern bei seinen Besitzern. Aber das lag wieder mit Sicherheit an den Besitzern. Butch aus Vanessa Bocker. Wer kann? Oh, dann kam Pepe, die französische Bulldogge. An den könnt ihr euch auch noch erinnern, der zur Begrüßung sein Herrchen aus dem Kofferraum rausbissen hat. Wäre auch interessant, was mit Pepe geworden ist, ob das der Besitzer mit ihm dann klarkam. Und dann kam Mali, die schöne Herdenschutzmischlingshündin, angeblich Kangal-Mix. Also ich fand ja, sie sah eher nach dem Ovčarka aus, aber vielleicht kann man Kangal leichter aussprechen, keine Ahnung. Und dann kam Rottweiler Basco. Der hatte ja Gott sei Dank nur ein sehr kurzes Gastspiel bei ihr. Dann kam der Inka. Inka habe ich ja wieder persönlich gesehen, jetzt nicht wirklich erlebt, also der war ja immer im Zwinger, wie ich in Ungarn war, und der war zwar sehr ängstlich, aber er hat sich dann auch langsam hertraut am Zaun und war immer ganz froh, wenn ich mich mit ihm unterhalten habe. Der war dann eigentlich ganz brav. Ja, da musste ich auch grinsen bei Pepe, wie der Besitzer geholt hat. Und da musste er ewig mit dem Fahrrad fahren an dem Weg. Und ja, klar klappt es gut, weil eine Bulldogge kriegt dann irgendwann weniger Luft und hat dann weniger Lust zum Beißen, weil er mit Schnaufen beschäftigt ist. Dann kam Tyler. Nach Tyler war dann Nero da vom Bülent, der ja
meines Wissens auch nicht resozialisiert war. Also das Ergebnis war ja nicht zufriedenstellend. Dann war Philia da von Bülent, also vielmehr von seiner Frau. Dann hat sie ja einige Hunde aus Ungarn irgendwie aus dem Tierheim. Der Emstev, ihr erinnert euch, die Hündin, die sie im Zwinger dann angegangen ist, wo sie dann dagegen ist. Balu war vor der Mali da, ja. Also von Balu war das letzte Video am 13. Juni 2021. Und von der Mali war das erste Video am 22. Juni 2021. Ich denke mal, wie sie die Mali zurückgebracht hat, hat sie den Balu geholt. Weil das hat sie ja immer so gemacht, dass wenn sie ein oder zwei Hunde zurückgebracht hat nach Deutschland, dann hat sie die nächsten ein oder zwei geholt. Rosi, die kam. Moment. Liste. Rosi kam vor den. Also, so wie ich es euch jetzt runter erzähle, das ist die zeitliche Reihenfolge der Hunde. Und danach kamen dann ja noch. Tosa Inu, diese Hündin, Sammy wollte Bobby auch töten, ja, und Sammy ist ja auch ganz böse mit dem Kasper zusammengerauscht. Sammy ist ja, muss ja auch noch so ein ziemlicher Kracher gewesen sein. Ja, die Bambi, die Bambi, das war doch diese Schäferhündin, gell? Ja, mit der war sie dann noch unterwegs und dann kam der Lüpi, der Cane Corso, wo man immer noch nicht so genau weiß, wo der herkommt. Dann hat sie ja mal den Schäferhund vom Ferenc rumgezogen. Dann hat sie diese zwei Dackel und den Chihuahua in Ungarn gehabt. Dann kam Armani. Dann kam eine langhaarige schwarze Schäferhündin aus dem Tierheim, war die. Eine Nova. Und dann war doch kurz drauf, das ist mir jetzt neulich aufgefallen, diese Langhaar-Schäferhündin, wie die Alex da war. Und das könnte aber die gleiche gewesen sein. Also, dass diese schwarze Schäferhündin, wie die Alex da war, die aus dem Tierheim war und nicht von der Alex. Und dann der Mini-Bull-Terrier aus der Schweiz, dieser Lame, wo da an der Heizung im Schlafzimmer Köpfchen und so weiter mit Käse hinwerfen, ihr wisst es. Ja, und dann Max und Bacchus. Genau. Jo. Also, es sind keine unerheblichen Listen, Moment mal. Nur den Namen. Ihr seht es jetzt auf dem Kopf, aber dann seht ihr mal die Liste. Nur so die. Na gut. Okay, ich drehe es euch rum. Moment. Nur, dass man mal ein. Das Ganze visualisiert, so seht das. Also das sind immer die Zeiten und die Hundenamen dazu. Ups. Also Unmengen an Hunden, wirklich Unmengen. Und wie gesagt, also es sind wirklich heftige Hunde dabei gewesen, wie man jetzt am Ballack, Rosi und so. Ciao, Bettina. Alias, der heißt Inkar,
Inkar hinten dran. So habe ich immer gehabt. Das passt, glaube ich, auch. War ja auch ein Rüde, ein bildhübscher Kerl. Oder er war so schön, also auch in live, ich habe ihn ja gesehen. Ich fand ihn unglaublich schön. Ach, und ich hätte ihn so gern rübergeholt, dass er einfach bei mir auf dem Grundstück mit rumspringen kann und ein bisschen Bewegung hat und so, aber geht natürlich nicht ganz klar. Also. Aber der hat mir auch immer so leid getan. Und wenn der geweint hat, also das ist, ich meine, ich habe ja nur passagenweise davon aufgenommen, der hat ja noch viel öfter geheult. Tja, Simona, das ist leider nicht legal. Den Gedanken hatten wahrscheinlich schon viele. Ja, die Felia. Also Menschen gegenüber ist die Felia total lieb. Und ihr habt sie ja hier bei mir auch erlebt mit der Josie im Wohnzimmer. Da muss die also schon auch dazwischen gehen. Da geht es ja um meinen Hund. Aber ich bin der Meinung, also mit einem guten Trainer, der die Besitzer unterstützt, hätte man viele Hunde gar nicht nach Ungarn karren müssen. Es gibt schon einige, wo man sagt, okay, da muss der Trainer erst einmal allein mit dem Tier arbeiten, um einen Ansatz zu finden, wo er dann mit dem Besitzer weitermachen kann. Aber das sind die wenigsten. Also meine Meinung, meine Border Collie-Meinung. Und am Ende hat er ihr Hummer gespendet. Ja. Und zu ihr gehalten. Ja, was soll man dazu sagen? So. Schade finde ich es immer nur, dass, also mir geht es so, wenn ich solche Erfahrungen gemacht habe, wie in dem Fall Felia-Abholung in Ungarn, da habe ich wirklich alles hingeschmissen und bin ins Auto. Und wenn einem dann das Messer von hinten in den Rücken gerannt werden soll, oder man versucht es zumindest, auch wenn es nichts gebracht hat, aber man hat es versucht, dann ist es einfach eine menschliche Enttäuschung. Und wo man sich dann zweimal überlegt, ob, wenn so ein Fall wieder mal eintreten würde, ob man wieder helfen würde. Weil, ja, ich meine, ich habe, wenn man es mal rein rechnerisch sieht, ich habe draufzahlt bei der Tour, weil er hat zwar den Sprit bezahlt, aber ihr wisst alle, ein Auto verbraucht auch Öl, ein Auto fährt Reifen ab und. Und wenn man sich dann anhören muss, er hat das Geld nicht, dass man das in Kilometer abrechnet, sondern er zahlt halt nur den Sprit und die Maut. Und danach geht es genau um den Betrag, den dann die Natalia noch kriegt, dann fragt man sich halt, was man selber falsch gemacht hat. Ja, Simona, mir sind manche Dinge, denke ich mir auch oft, komm, pfeif drauf und so, aber in Ungarn ist es einfach so, ich wusste ja auch nicht, wie der Hund auf die Josie reagiert. Ich kannte den Hund ja nicht. Und ich hätte im Prinzip ja den Maschendraht aufmachen müssen. Also das ist nicht so einfach, dass man sagt, lass man mal rüber. Und ich habe es ja versucht, dass die Besitzer aufmerksam werden durch das Video. Simona. Oh, ja. In Ungarn ist oft neblig im Herbst.
Ja, also ich kenne eigentlich auch nur Trainer, wenn sie auswärts arbeiten, die entweder mit Wohnmobil unterwegs sind oder in Pensionen. Genau. Ja, genau, Angelina. Ich wollte nur Geld an ihm verdienen. Wucherzinsen und so. Ja, das habe ich ihm damals angeboten, dass er ein Auto hat, dass er vielleicht mit den Hunden und den Kindern flexibler ist. Aber gut, dass es nicht so geworden ist. Er hat ja abgelehnt. Hat er gemeint, nee, er möchte nur, er kauft nur das, was er auch bezahlen kann. Finde ich eine gute Einstellung, mache ich auch so. Aber. Ja, über Leichen gehe ich auch nicht, Angelina. Ich setze aber alle rechtlichen Mittel ein, die mir zur Verfügung stehen. Sollen Menschen machen? Nee, also, wie gesagt, es haben mich schon viele an. Was aus wem geworden ist? Aus Bülent? Nö, weiß ich nicht. Also ich habe ja schon lange keinen Kontakt mehr zu ihm. Und ich muss mal auf meine Lippen tun, die sind so ausgetrocknet heute, weil es so kalt war. Ja, ich gehe den legalen Weg, aber es ist ein sehr, sehr langer, sehr, sehr weiter Weg, ein langwieriger Weg, auch mit den ungarischen Behörden. Es ist auch ein sehr kostspieliger Weg. Also ich rechne nicht nach, was ich bis jetzt investiert habe. Aber vierstellig reicht schon lange nicht mehr. Was ich jetzt allein durch die Fahrten, durch Anwälte auch in Ungarn, in Deutschland und so weiter. Also es ist kein Spaß. Also, aber was soll ich machen? Und ich sehe nicht ein, dass jemand mit sowas durchkommt. Und da muss man halt gucken, wie es weitergeht. Und es gibt immer mal einen Weg und den muss man halt dann versuchen und dann sieht man weiter. Ja, aber das waren jetzt mal so die Resohunde. Die Natalia hatte, die ich kenne. Und finde, das ist schon eine beachtliche Menge gewesen. Also, oh. Und dann kommen ja noch ihre eigenen Hunde dazu. Dann kommen die Hunde dazu, die sie als eigene Hunde hatte, um sie zu vermitteln. Ja, es ist einfach schwierig. Es ist und bleibt schwierig und ungarische Bürokratie, ungarisches Recht spielt eben auch mit eine Rolle. Ungarischer Tierschutz spielt damit eine Rolle. Das sind alles Dinge, die da mit reinspielen, die das Ganze eben nicht einfacher machen, aber nicht unmöglich. Und ja, ein bisschen was habe ich mittlerweile erreicht und ich hoffe, es geht weiter. So, ich denke, soweit haben wir es jetzt eigentlich. Ja, Angelina, das stimmt. Ich erinnere mich gut. Ja. Dann, wenn mir wieder mal ein Thema zu einem Livestream einfällt oder wenn euch was einfällt, was euch interessieren würde, was ihr wissen wollt, dann können wir mal wieder einen machen. Aber das war jetzt eben zum Thema Resohunde. Wie sind sie und wie sind, also aus meiner Sicht, wie habe ich sie erlebt und empfunden, die ich persönlich kennengelernt habe. Und da muss ich sagen, das waren zum Teil nicht solche Granaten, wie man sie oft darstellt. Aber Ansichtssache und so weiter. Also, dann suche ich jetzt, da muss ich drauf. Leute, es ist wirklich, also die Technik, die macht mich fertig. Ich hoffe, dass das nächstes Mal klappt. Wenn es nicht pünktlich losgeht, dann habe ich dasselbe Problem wie heute. Und dann mache ich einen neuen Chat auf und verlinke den dann in dem Chat von dem Angesagten, dass das da dann eben alle wissen. Ich hoffe, ich krieg's irgendwann gebacken. Aber sorry, ich habe auch nicht die Zeit, dass ich mich den ganzen Tag mit der Technik auseinandersetze. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal.